Okay, hier noch eine Frage, und zwar ist das, was ich mir stellt, die Frage, die Antwort auf die Fragen, wer bin ich und was bin ich und zum größten Teil, wie funktioniert das, eigentlich die Hauptsache, was in Anführungszeichen in diesem Leben zu verstehen ist. Und der Rest ist, ja, Zugabe. Schlichtweg und einfach, was bin ich und wer bin ich? Genau. Und der Brösel Udo sagt, ich erkläre dir jetzt erst einmal, was du bist und wie du dann in Ansätzen, wie du funktionierst. Genau. Und du musst erst wirklich wissen, du bist die Quelle für alles, was du zu sehen bekommst. Das ist ganz einfach, setz mal symbolisch den träumenden Geist. Der Genau. natürlich jetzt auch schon wieder was Ausgedachtes ist, der du Ja. auch nicht bist. Aber Ja. das haben wir lang und breit erklärt. Hat Das ist erklärt. der kleine Schritt. Und du hast im Hintergrund zurzeit verschiedene Schichten in der Computermetapher. Das ist unser Konstruktprogramm. Und du wirst jetzt erst einmal merken, da ist bloß einer, der das Leben erlebt. Ja. Das ist der vom Bücherregal. Ja. Und sobald er ein Buch nimmt, ein Leben nimmt, das ist ein Konstruktprogramm, wo alles gleichzeitig ist. Das ist das Schöne, wo man dann gerade jetzt, wenn ich physikalisch das sehe, dass du feststellen wirst, dass da eine Eigenart ist, dass alles, was sich widerspricht, zur Einheit kommt, wenn wir unseren Einheitskreis nehmen, erinnere dich einmal schlichtweg und einfach an diese Metaphern, wo ich gesagt habe, wir denken uns jetzt eine Turmuhr und da denken wir uns den Minutenzeiger und wir sagen einmal, der Turmuhr hat einen Umfang, diese große Uhr hat einen Umfang von 1 Meter. Und dann schauen wir, wie schnell bewegt sich der Minutenzeiger. Der Minutenzeiger bewegt sich 1 Meter in der Stunde. Genau. Okay, und jetzt nehme ich eine kleine Damenarmbanduhr, die hier einen Umfang hat von, was weiß ich, 5 Zentimeter. Da bewegt sich der Minutenzeiger 5 Zentimeter in der Stunde. Das heißt, der Minutenzeiger in der Damenarmbanduhr läuft wesentlich langsamer wie der Minutenzeiger in der Turmuhr, wobei beide gleich lang brauchen, um eine Umdrehung zu machen. Und du merkst jetzt, die eigentliche Falle ist, dass wir uns raumzeitlich was vorstellen. Ja. Eine große Uhr und eine kleine Uhr. Und jegliche Art von raumzeitlicher Vorstellung führt dich in die Irre. Und dass der Anfang und das Ende immer verbunden sind auf der nächsthöheren Ebene. Ja. Bin ich in die letzten Selbstgespräche darauf eingegangen. Das, was sich widerspricht, gibt eine neue Qualität. Wenn ich mir eine Zeitstrecke ausdenke, Anfang und Ende nenne, und das ist jetzt zum Beispiel gerade hier mit der Lautsprechermembran, die denke ich mir ja schon aus, die stelle ich vor mich hin, wenn ich es immer so mache. Und ich sage jetzt bei dem Rechteck, die ist einmal oben, dann ist sie unten. Ja. Aber wenn ich das jetzt als Zeit sehe, ist sie jetzt oben und unten. Wo ist die eigentlich? Und das ist so hartnäckig zu sagen, da gibt es ja bloß eine Membran. Wenn man jetzt das als Film aufnehmen würde in Zeitlupe, okay, dann wirst du feststellen, beziehungsweise Zeitraffer, wir können das dehnen. Wir haben ja nur Einzelbilder und dann hast du hier zack, 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 je nachdem, wie wir das stufen. Und du stellst jetzt fest, dass wenn jetzt dir mit einer super Hochspeed-Kamera, wenn man die ist oben und unten, wenn ich jetzt das normal mache, bei so und so viel Hertz, würde natürlich als Einzelbilder, wenn man da ziemlich dieselbe Bildfrequenz nimmt, das eine Bild sein oben sein und das nächste Bild ist unten, das du ja immer bloß jetzt siehst. Dann ist ja zeitlang unten, ein paar Bilder ist ja unten, zack, die sind ja immer jetzt. Und beim nächsten Bild ist es plötzlich wieder oben. Dann ist es ein paar Bilder oben und dann zack, ist es wieder unten, wenn wir das filmen. Ja, klar. Okay, aber wie sieht es aus, wenn ich jetzt eine Highspeed-Kamera habe, weil der Lautsprecher, den ich mir jetzt ausdenke, ja durch eine gewisse Trägheit nicht mit Lichtgeschwindigkeit von oben nach unten schwingt. Wenn er sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen würde, fällt es ja in einem Punkt zusammen. Dann habe ich zack, 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 Überall gleich. unten eine Zeit lang einige Bilder unten, die ich jetzt sehe, zack, 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 zack. Also stellst du fest, dass der überall und nirgends ist. Das Ja. ist jetzt genau das Phänomen, wo ich gerade angefangen habe, in der Quantenmechanik, die Elementarteilchen, die wir uns ausdenken, die wir uns vorstellen, dass die immer nur genau einigermaßen, natürlich entweder nur der Impuls oder der Ort, Heisenbergsche Unschärferelation, definiert den, wenn du sie beobachtest. Ich greife noch mal ganz kurz auf ein Beispiel zurück. Wenn wir jetzt stockfinstere Nacht haben und da fliegt ein Glühwürmchen, dann sehe ich hier
Glühwürmchen, dasselbe habe ich jetzt zum Beispiel auch manchmal beim Flugzeug mit einer Positionslampe. Ja. Das sind jetzt Worte, die du hörst. Mach dir zuerst einmal bewusst, dass du jetzt mit Geräuschen konfrontiert wirst und die bauen jetzt auf, du baust eine Vorstellung in dir auf. Wobei diese Geräusche, diese Worte, die du jetzt hörst, wenn du träumst, auch aus dir kommen. Ja. Also ich bleibe bei dem Glühwürmchen oder dem Flugzeug und das Glühwürmchen, das brennt jetzt. Und wenn ich jetzt das mit der Hand mache, das brennt, dann ist es aus. Jetzt brennt, jetzt ziehst du natürlich meine Hand, das heißt, du denkst jetzt ein nicht brennendes Glühwürmchen und ich sage jetzt, ein Flugzeug fliegt und es macht blink, 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 okay? Ja. Dann ist, du siehst den immer nur, wenn der rote Positionsleuchte, manchmal sieht man das, wenn das leuchtet, ziehst du es und dann ist es aus und dann ein Stück später siehst du es wieder leuchten, dann ist es wieder aus. Und der Witz ist, dass du natürlich dir kennst, es ist natürlich auch dann da, wenn es nicht leuchtet. Ja. Leuchten steht jetzt, dass du siehst. Ja. Das Glühwürmchen, du siehst den leuchtenden Punkt, dann geht er weg und dann ein Stück weiter kommt wieder leuchtender Punkt, den du dann eine Zeit lang siehst. Eine Zeit lang siehst, merkst du, das ist schon die Falle. Genau, das ist schon die Falle. Mhm. Das habe ich gerade mit einem Brand gesagt. Mhm. Weil wir immer nur jetzt Momente haben. Und jetzt ist es also so, dass hier eigentlich die Frequenzen, wo ich gesagt habe, die Bücher lesen. Wenn ich mir ein Bücherregal vorstelle, sind die Bücher in dem Regal, sind wie eine andere Ebene, die Seiten im Buch. Mhm. Und ich denke mir jetzt, ich brauche so und so lang für ein Buch zum Lesen. Dann kommt das nächste Buch, dann das nächste Buch. Wenn ich ein Buch in der Hand habe, brauche ich eine gewisse Zeit, um eine Seite zu lesen. Dann kommt die nächste Seite, da brauche ich eine gewisse Zeit zum Lesen, denke ich mir jetzt. Wenn ich eine Seite vor mir habe, habe ich Zahlen. Ich brauche eine gewisse Zeit, um eine Zeile zu lesen. Dann kommt die nächste Zeile. Und du merkst jetzt, dass der Rhythmus immer schneller wird. Mhm, okay? Ich brauche eine gewisse Zeit, um ein Wort auszusprechen. Dann kommt das nächste Wort, das ich ausspreche. Das ist noch schneller. Ja. Der Takt ist Wort, 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 Wort. Habe ich im Blindfeld-Vortrag gesagt. Zeile, Zeile, Zeile. Nächster Takt. Seite, Seite, Buch, und du merkst, es dehnt sich jetzt. Jetzt haben wir natürlich das Wort, wenn ich ein Wort habe, wenn ich jetzt zum Beispiel schon das Wort, besteht ja auch schon wieder aus Buchstaben. Ja. Auch jetzt. Das heißt, es sind zwei Richtungen, und jetzt komme ich auf diese Zeichen zurück, wo ich gerade angesprochen habe. Ja. Dass jetzt das eigenartig ist, es ist ja immer gleichzeitig, es dauert ja jetzt immer eine Stunde, ich nenne das einfach eine Stunde. Aber wir haben doch gerade festgestellt, der bei der großen Uhr, der Zeiger dreht sich viel schneller. Das bezieht sich natürlich immer nur auf die Zeigerspitze, die ausgedacht ist. Genau. Das heißt, wenn der Zeiger kleiner wird, wenn ich jetzt das raumzeitlich die Geschwindigkeit der Zeigerspitze nehme, wird es ja immer langsamer, wenn ich das mache. Der braucht eine Stunde für einen Meter, die kleine Daumenarmbanduhr auf den Minutenzeigerspitze bezogen, eine Stunde in 5 Minuten. Wenn ich jetzt Geschwindigkeit ausrechne pro Stunde 5, dann wirst du feststellen, das schrumpft immer mehr zusammen. Ja. Hm. Und dann stelle ich fest, dass ich bei 0, wenn ich keinen Radius mehr habe, wird es unendlich. Genau. Jetzt spiegel ich das, weil ja immer, wenn was da ist, eine Spiegelung da ist. Jetzt denk an mein Beispiel mit dem Fahrrad. Hm. Wir drehen uns auf der Geraden mit einer gewissen Kraft und wir legen eine gewisse Strecke zurück. Ja. Jetzt mache ich hier, ich verändere den Winkel der Steigung, die Kraft lassen wir gleich. Das heißt, ich muss jetzt, würde ich entweder langsamer werden. Wir betrachten bloß einmal die Strecke. Ich schalte praktisch einen Gang runter. Dadurch drehe ich mich schneller und die Strecke wird kürzer, wo ich zurücklege. Wenn ich jetzt das noch steiler mache, schalte ich nochmal einen Gang runter, ich muss noch schneller drehen und ich komme langsamer voran, das heißt, ich habe eine kleinere Strecke. Was passiert jetzt bei 90 Grad? Ja. Rein abstrakt gesehen, wenn ich mich unendlich schnell drehen tue und keinen Millimeter mehr von der Stelle komme, bin ich auch in der Mitte. Genau. Jetzt habe ich genau das Spiegelbild. Mhm. Mhm. Diese physikalischen Formen sind unheimlich wichtig, die beschreiben dir das ewige Hier und Jetzt in der Ausdehnung. Und du weißt, ich sage immer wieder, wir waren jetzt zum Beispiel bei der Inge. Und bei der Inge ist was ganz Eigenartiges. Ich gehe nochmal ganz kurz darauf ein. Du weißt, wie oft ich den Spiegeltunnel schon erklärt. Ja. Mhm. Und da haben wir hier die Ariane, die Inge und der Holger, die da waren. Die haben so einen Kick gekriegt, das muss man jetzt wirklich probieren, selber probieren mit dem Spiegel. Ich rede nur von den zwei Spiegeln, unseren klassischen, einfachsten. Mhm.
dass ich hier der Ariane einen Spiegel in die Hand gebe. Und dann gehen wir im Flur, wo der große Wandspiegel hängt, dieser Ankleidungsspiegel von der Inge, wenn man reingeht, gleich im Flur. Ja. Der ist ja Körpergröße, wo du dich ganz anschauen kannst, wie du ansonst. Und dann gebe ich einen Handspiegel in die Hand, dann nehme ich den Spiegel und ich sage, jetzt schau mal hin. Dann hast du schaust über die Spiegelkante, jeder kennt es, und du siehst dich stehen mit dem Spiegel in der Hand. Ja. Spiegel hüben, Spiegel drüben. Okay? Mhm. Und das ist jetzt, ich habe in einem letzten Selbstgespräch gesagt, bei einer Spiegelung sind immer drei nötig. Du brauchst das vorm Spiegel und das hinterm Spiegel. Das ist der Spiegel, den du in der Hand hast, und den Spiegel, den sehe ich jetzt natürlich nur von hinten, wenn ich ihn an die Nase halte. Und dann mein Spiegelbild mit dem Spiegel. Ja. Was du komplett ignorierst, ist der Spiegel in der Mitte. Mhm, genau. Dieser Reihe, rot geschrieben, ist der Kopf der Schöpfer Gottes. Mhm, genau. Mhm. Das heißt, du brauchst These, Antithese, und da ist im Hintergrund die Synthese. Du wirst feststellen, wenn du das normal rumspitzt mit dem Spiegel, dass du an den gar nicht denkst, wenn der groß ist. Du schaust, du hältst einen Spiegel hin und siehst den Spiegel, und dann siehst du natürlich, wenn du in den Spiegel im Spiegel reinschaust, dass dann da wieder du drin bist und wieder, und dann kriegst du diese Spiegelreihe. Ja. Interessant ist jetzt das Ganze, wenn du jetzt eine Katze, wir haben dann eine Katze hingenommen, wenn du eine Katze dazwischen hältst, hast du ja Spiegel, was du jetzt siehst vor dir. Ich sehe den Spiegel, ich sehe hier die Katze, und dann sehe ich mit dem Spiegel, wo wieder eine Katze, wieder ein Spiegel, wieder eine Katze, wieder ein Spiegel ist. Aber das erfordert, dass du die Katze nicht zwischen diese zwei Spiegel, wenn ich jetzt das, pass auf, ich mach's mal von der Seite, das ist der Hauptspiegel, ich habe hier den Spiegel und hier den Spiegel, wo ich im Spiegel sehe. Der Kopf jetzt vom Udo in der Mitte ist der Spiegel an der Wand, den du gar nicht beachtest. Wenn du jetzt da über die Kante schaust, du denkst, ja, da bin ich habe einen Spiegel vorm Gesicht, ich hoffe, man sieht es so. Ja, ist gut. Und gegenüberliegend habe ich dann mich gespiegelt mit der Ding. Wenn ich jetzt eine Katze in die Hand nehme und ich baue jetzt hier in dem Abstand, kommt dann immer wieder in den Spiegel, wenn ich von hier meinen Kopf schaue in den Spiegel rein mit meinem Kopf, und dann kommt immer wieder Spiegelkopf, 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 also hier Spiegelkopf, Spiegelkopf, Spiegelkopf. Genau. Mhm. Wenn ich jetzt die Katze hinhalte, dass ich in dieser Reihe immer Spiegel, Katze, Spiegel genau ausgemittelt habe, muss ich die Katze zwischen dem Spiegel und da hinhalten. Okay. Okay, weil der Spiegel, der hinter dem Spiegel zu sein scheint, ja in dem Spiegel drin ist. Ja, ja, genau, richtig. Da muss ich mal nochmal... Ich halte die Katze nicht zwischen die zwei Spiegel, sondern ich halte die Katze, das Lämpchen, zwischen dem Spiegel, da ist nochmal mein Kopf, ich mache es so rum, da ist mein Kopf, ich schaue über die Kante, der Udo, jetzt die Linie wird der Rei, der Kopf des Schöpfer Gottes. Mhm. Können wir übrigens so auch sehen. Ne? Ja. Wir roschen mit dieses Kopfes. Insider verstehen den Witz. Okay. Okay. Und dann habe ich dahinter den Spiegel mit meinem Kopf. Und wenn ich jetzt da eine Katze zwischen hier, zwischen den und den reinhalte, da der Spiegel ja hier ist, baut sich jetzt das auf, dass immer die Lampe dazwischen ist. Ja. Mhm. Wenn ich jetzt versuche, die Katze an den Spiegel hinmacht, schiebt sich dieses Verhältnis, wirst du feststellen, dass wenn ich jetzt das in die Mitte halte, habe ich genau diese Spiegelkatze, Spiegel, also Spiegellicht, 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 Spiegellicht. Jetzt nehme ich mit der Hand das Lämpchen und du es an den mittleren Spiegel hinschieben. Okay. Okay, dann passiert was Eigenartiges, weil jetzt wird mir der Spiegel eigentlich bewusst, weil die Katze wandert jetzt. Okay. Die Katze, die hier in der Mitte scheint, wandert im selben Moment dieses Licht vorm Spiegel und im Spiegel, die wandern jetzt aneinander. Ah, okay. Dass das eigentlich der Kopf ist. Okay. Und das in der Mitte kannst du eigentlich gar nicht sehen, du kannst es gar nicht machen, dass du es in die Mitte stellst, weil in unserem, auch in Tetraederspiegel, das mittlere Licht gar nicht existiert. Okay. Weil das erste ist. Mhm. Es beginnt erst durch die Vision zu existieren. Okay, cool, ja. Weil dual. Dual existierst nicht erst, wenn du eine Vakuumfluktuation machst. Cool. Jetzt beginnst du zu existieren. Geil, ich sage selbst Kleinigkeit. Ich sage, ich mache Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen. Glaub mir, ich lege überall nochmal so viel Schippen drauf, dass dir schwindelig wird. Ja, absolut. Dass das Kindergartenbeispiele für uns sind. Das ist nur neugierig machen. Mir ist wichtig,
Ich erkläre dir, was du bist. Und das bist du erst, wenn du neugierig wirst. Wenn du auf alles neugierig wirst, was du noch nie gehört hast. Mhm. Wenn du neugierig wirst drauf, dass wenn was in dir auftaucht, wo deine Logik sagt, das ist falsch, das stimmt nicht oder das geht nicht. Mhm. Dass du neugierig wirst, weil du weißt, wenn etwas nicht geht, muss es auch gehen. Mhm. Das ist nämlich auch eine Polarität. Mhm. Ah, cool. Dass das, was dir bisher richtig erschienen ist, auch verkehrt oder falsch erscheinen kann, wenn du die andere Seite einnimmst. Und das ist ja schon, auch wenn du jetzt eine Position machst, dass du immer, wenn du stellst dir was vor, du stellst was vor dich hin. Mhm. Du wirst feststellen, das Problem ist, dass wenn du kannst dir jetzt eine Küche ausdenken. Mhm. Kiste. In dem Moment, wo du in die Kiste reinschaust, denkst du dir eine Küche aus und du denkst dich in die Kiste rein und dann drehst du dich und sagst, wenn ich jetzt Bilder mache, da ist der Herd, da ist der Kühlschrank, da ist das Fenster, da ist das. Aber das, was du dir ausdenkst, diesen Raum, wo du dich reinstellst und die Perspektiven anschaust, ist hier. Ja. Und die Lautsprecher, Mebrand, die ich vor mich hinstelle, wo ich sage, jetzt ist sie oben. Mhm. Dieses oben ist hier. Dieses oben ist hier. Mhm. Und es, ich denke mir, jetzt denke ich mir oben aus und jetzt denke ich mir oben aus. Und ich kriege automatisch, sobald diese Kollektion größer wird, Unschärfe. Das ist es, wenn ich sage, du kannst dir die Tastatur anschauen, dann sind alle Tasten gleichzeitig da. Genau, aber verschwommen. Du kannst das Seite anschauen in einem Buch, dann sind alle Worte gleichzeitig da. Aber genau genommen ist es eine vollkommen neue Form. Du kannst dann keine Geräusche machen. Um ein Geräusch zu machen, musst du ein Wort anfokussieren. Du kannst sie gleichzeitig aussprechen, wobei sie trotzdem gleichzeitig da sind. Mhm. Der widerspricht sich erlaufen. Du kannst die Tastatur auf einmal anschauen, aber du kannst nicht alle Tasten gleichzeitig anschauen. Ja, merkst du? Ja, sobald du auf eine fokussierst, gehst du schon wieder von einer Kollektion rein und dann machst du eine neue Kollektion. Jede Selektion erzeugt eine neue Kollektion. Das hast du in dem Mandelbrot-Faktor. Wie weit bist du in die Struktur hineingerechnet, wenn du zum Beispiel sagst, ich weiß, was Murnau ist oder was Weißenburg ist? Ja, das ist das Wort. Ja. Was denkst du in die Kiste rein? Und das ist Chatting. In dem Moment, wo du den Inhalt der Kiste abgespeichert hast, mein Romanbeispiel, denkst du nur noch in Chat? Ja. 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 Wenn du mich jetzt fragst, weißt du wirklich, wie Leben und Welt funktioniert, sage ich zu dir, ja. Mhm. Das Problem beginnt, wenn du sagst, erklär's mir. Ja, ja, dann geht's los, weil dann... Mhm. Hast du eine Möglichkeit Zeit? Mhm. Die Zeit ist jetzt. Mhm. Genau. Das, was du dir als Ewigkeit, das Problem liegt nicht in dem Wort Ewigkeit, sondern das Problem liegt, dass du dir die Ewigkeit wieder als eine Gerade mit einem Anfang und einem Ende vorstellst oder eine unendliche Gerade vorstellst, mit vielen Punkten dazwischen. Aber jeder Punkt ist jetzt. Ja. Jeder Punkt in der Ewigkeit ist jetzt. Ja. Darum sage ich, du kannst an morgen denken, aber du denkst es jetzt. Ja. Und wenn es dann morgen ist, ist es heute. Und jeden Moment, den du heute erlebst, erlebst du jetzt. Mhm. Wenn du das verstanden hast, hast du keine Probleme mehr. Du hast von nichts mehr Angst. Mhm. Weil du feststellst, weil du nie in der Vergangenheit entstanden bist, das ist etwas, was du dir jetzt denkst. Und in dem Moment denkst du an etwas, wo du sagst, das war ich. Mhm. Aber du bist der, der es denkt. Mhm. Nur das verstehen. Das ist mir wichtig, dass du das verstehst. Mhm. Das wirst du niemals einen Gedanken von dir erklären können. Selbst wenn jetzt eine Figur in dir auftaucht, die den Eindruck macht, dass es verstanden hat. Glaub ja nicht, schau mal jetzt den Michael an, der nickt jetzt so wissend. Meinst du, dass dieses Pixelmännchen, dieses Lämpchen, die jetzt diese Illusion in dir erzeugen, irgendwas verstanden hat? Ja, auf keinen Fall. Mhm. Genau. Ja. Das kannst du ich verstehen. Mhm. Und dazu musst du ich werden. Und ich ist der, der jetzt sich dieses Gespräch anhört. Der ist aber kein Gedanke von sich selbst. Wie ich immer so schön sage, der jetzt diesen Lautsprecher oder den Udo, oder nenn es wie du es willst, der jetzt diesen Udo sprechen hört, den erzähle ich das. Yeah. Also ich höre den Udo jetzt sprechen, bist du schon ich. Yeah. Das ist erst einmal das rote Ich. Das ist der erste Schritt, der mir in dem Leben, das ist der Schritt, den du beim Lesen dieses Buches begreifen musst, dass du als Leser was anderes bist, wie die irgendeine Figur in dieser Geschichte, die durch diese Datei, durch dieses Programm in dir aufgeschmissen wird, wo du sagst, der bin ich und alle anderen bin ich nicht. Udo Feeling bedeutet, du bist alles und nichts davon. Ja. Yeah. Um nochmal auf die Eingangsfrage zu kommen,
um es einfach zu formulieren, ganz normal, der Sinn dieses Lebens und die Besonderheit dieses Buches ist, das jetzt zu begreifen und zu verstehen. Und das könnte man sagen, ist eigentlich der Sinn dieses Lebens oder, ja, ich formuliere es mal so einfach. Das ist was Intimes. Sehr Intimes, ja klar. Du kannst es nur in Time erleben. Das Intime kann man nur in Time erleben. Das ist ja das Eigenartige, wo ich dann immer wieder sage, da kommt jetzt das Geheimnis der Vatersprache. Jetzt tue ich das extra nochmal übertragen für eine, die es nicht wissen. Jetzt habe ich hier einfach nur das T-I-M-H, Dimhe, eingegeben. Und wenn du das verstanden hast, dann wirst du feststellen, dass es dann beginnen die Wunder. Das ist eine Überraschung. Jetzt könnte ich das natürlich auch wieder anfangen, das Schwingende mit den zwei Bündchen. Vendal, Vendal ist Polar erweckt. Und das rasch. Rasch, ja. Schau mal, was da ist. Das ist der Anfang von allen, der Beginn, und es passiert in dem Haupt. Das ist die Quintessenz des UP, der Immerseiende. Der Häuptling. Das sind, keine Zufälle. Das ist, wenn du dann zeigst, wenn er einen Hauch an Geist hat, den muss es in Atem verschlagen. Alles in der Holofeeling. Und meine Erfahrung mit normalen Menschen, umso intellektueller die gebildet sind, vergiss ich, ob das ESO-Spinner sind, ob das Wissenschaftler sind. Wenn ein Geist, wirklich ein Geist, ein Hauch von mir, ein Geistesfunken da ist, dann raubt es dir in den Atem. Das macht dich sprachlos. Ja. Da geht es nicht glauben. Das ist ein unendliches, göttliches System von Harmonie. So schaut es aus. So sieht es aus. Es ist ein Geschenk. Es ist schlichtweg einfach ein Geschenk. Das ist die Überraschung. Das Wunder. Da brauche ich dann eine Wunde, die ich berechne. Das ist eine Welle, die ich mir aufschmeiße, und das kannst du dann machen. Und Intim, das ist letztendlich das göttliche Sein, IN, wird dann hier zum immer absolut daseinenden göttlichen Meer, und das ist die Quintessenz. Das ist Intim. Und dieses Intime erlebst du immer in Zeit, in kleinen Momenten. Jedes Moment, zwei M, die um sich kreisen. Das ist unsere Gedankenwelt. Mom. Sobald ein Mom in dir auftaucht, M-O-M, fällt was in dir. Räder und Flecken oder was, ja. Und das sind eigentlich Ecken in unserem Spiegeltetraeder. Jetzt habe ich gerade schon wieder Kleinigkeit bei dem einfachsten Spiegeltunnel mit Spiegelhüben, Spiegel drüben. Mit der Kante, mit der Ecke, mit der wirklichen Ecke, weil das dann komplex ist, aber rein, reine Arithmetik. Super. Ja. Ich kann nur neugierig machen, und im Angesicht dieser Holofeeling, dieses Holofeeling-Werks, das ja so aufgeblasen ist, dass die Leute abschreckt. Wo soll ich überhaupt anfangen? Ja, ja. Jetzt. Hier und jetzt. Der erste Schritt ist, dass du anfängst. Ja. Und dann wirst du feststellen, im letzten Selbstgespräch mit dem Peter Fetting habe ich gesagt, schau, ich weiß jetzt die letzten 22 Jahre. Ich habe immer darauf hingewiesen mit dem blinden Arschloch. Vom ersten Mal hören, was du 20 Jahre brauchen, bis du nur verstehst, was ich damit mitteile. Und gerade im Alter jetzt, mir geht es überhaupt nicht um intellektuelles Wissen in dem Leben. Du musst dir nichts merken, du musst keine hebräischen Zeichen merken, du musst die Demut haben, dass das anders ist. Ja. Anders wie alles andere. Holofeeling ist weder Religion im klassischen Sinn, es sind Fanatiker. Es ist keine Esoterik, es sind Fanatiker, es sind alles Besserwisser. Solange du Feindbilder bekämpfst, egal was du bekämpfst, entheiligst du dich selber. Drum sag ich, liebe deine Feinde. Und wenn du ich bist, liebst du ewig. Und da musst du ins Zentrum des Kreuzes gehen, in dieses Zentrum unseres Einheitskreises, wo wir Kreuz drumherum ziehen, in diesem Mittelpunkt, wo die Ewigkeit und das unendlich Schnelle gleichzeitig ist. Das habe ich gerade erklärt. Da sitzt der Vater, der Pater. Da fliegt die Patrone hin. Der Patron. Ja. Weil nur in diesem Zentrum kannst du wirklich wach werden. Mhm. Aber da bist du doch schon. Das ist es, Verrückte, was ich dir immer wieder sage. Da, wo ich dich hinführe, musst du nicht hingehen. Du bist schon da. Du hast es bloß vergessen. Aber da ist auch nichts verkehrt gelaufen. Das ist der Preis, dass du dich als was Besonderes erleben kannst. Als Brösel bist du was Besonderes. Jeder Mensch, jeder Charakter ist was Besonderes. Bitte nicht qualitativ werden, nicht in gut oder schlecht.
Weil das entsteht wieder durch den Beobachter. Das ist, wenn ich zu meiner Karin immer wieder sage, Karin, du wirst schon sehen, wo du hinkommst, wenn du ständig an meiner Karin rumnörgelst. Du bist wunderschön, in meinen Augen bist du wunderschön, das sage ich zu jedem. Spiel deinen Charakter. Aber man legt ja so viel Wert darauf, dass man von anderen geliebt wird. Das heißt, letztendlich jeder normale Brösel meint, er fühlt sich gut, wenn er von seinen eigenen Gedanken geliebt wird. Es reicht doch, wenn ich meine Gedanken liebe. Super. Für mich, wie ich mich fühle, ist es nicht relevant, was irgendein Gedanke von mir denkt. Er denkt sowieso das, was ich mir denke, dass er denkt. Wenn du es verstanden hast. Also du lebst noch in dem Wahn, dass du die Kisten ausdenkst und du meinst, du wüsstest nicht, was in den Kisten drin ist. Dann bestimmst du, dass in der Kiste was drin ist, was du nicht kennst. Und damit entmachtest du dich selbst. Ja. Ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich mir keinen, dass kein Menschen, den ich mir ausdenke, anders sein könnte, wie ich ihn mir denke. Darum weiß ich, was in allen Kisten drin ist. Mhm. Weil das alles Bücher sind, die ich schon gelesen habe. Und meine Botschaft ist, dass du ich bist. Und zurzeit erlebst du dich als was Besonderes. Und innerhalb des Gesamtkonzeptes bist du der Kabelstecker. Das ist das, was dir noch nicht bewusst ist. Denk an mein Kabelsteckerbeispiel. Ohne dich funktioniert das ganze System nicht. Du musst das tun, was du jetzt tust. Wenn du ein Benzinschlauch bist, hast du andere Funktionen. Du kannst jetzt sagen, der Kabelstecker, durch mich fließen Elektronen und der andere sagt, durch mich fließt Benzin. Wenn du ein Zahnrad im Getriebe bist oder an der Kurbelwelle bist, dann hast du dich halt, um dich selbst zu drehen. Und wenn du ein K-Oll-Ben bist, dann hast du halt bloß von oben nach unten zu schwingen. Jetzt ist natürlich K-Oll ist ganz interessant, weil da haben wir unser Joch. Jetzt sind wir genau in dem Ding. Der K-Oll ist eine polare Existenz. Der Ben. Und wir ziehen das schon wieder auseinander. Das ist wie unser Lautsprecher gerade. Super. Ja. Ah, Wahnsinn, ja. Und wenn ich jetzt die Wirbelwelle dazu nehme, dann kriege ich halt das hier. Dann wird aus dem Auf und Ab plötzlich die Kreisbewegung. Und jetzt haben wir eigentlich schon das Prinzip des Einheitskreises in dem Motor. Gestalt gewordener Augenblick ist eine Reihe. Bist du dabei? Ja, voll. Vordersprache, geile Sprache. Das ist ein Programm, Leute, es ist ein Programm, es ist eine Matrix, aber nicht diese ganze Matrix, wo dir diese Filmwelt suggeriert. Das sind die ersten Ansätze. So wie ich immer ganz klein mit einem einfachen Spiegeltunnel anfange in meinen Erklärungen. Und der Witz ist, du bist der Einzige, der das verstehen kann und der das lernen kann. Und du meinst immer, da müssen es erst die Gescheiten. Das ist jetzt wie, wenn ich physikalische Sachen erkläre. Ich habe ein paar Mal darauf hingewiesen, dass ich gezwungen bin, wenn ich eine leere Kiste habe, muss ich in die Kiste mir jetzt erst einmal reindenken. Das heißt, ich muss jetzt erst einmal erklären, was Physiker glauben, was ich mir in die Physikerköpfe hineindenke. Dass du diese Grundlagen hast und erst wenn du die Grundlagen hast, kann ich dir zeigen, was verkehrt dran ist. Ja. Ich kann dir in ein Physikbuch zeigen, wie ein Meter definiert ist, wissenschaftlich, wie er genau exakt definiert ist, was ein Meter ist. Und wenn du diese wissenschaftliche Definition hast, die jeder Physiker in seinem Studium lernt, so denke ich mir das jetzt aus, dann kann ich dir zeigen, wo der Fehler in diesem Beispiel ist. Das ist mein Führerscheinprüfungsbuch. Ja. Das ist, wenn ich behaupte, dass auf jeder Seite in den Physikbüchern so eklatante Fehler drin sind, auch in den Chemiebüchern, ohne dass da eigentlich was falsch ist. Ja. Immer dran denken, das Wort falsch kommt von Faller. Die Welt ist das, was der Fall ist. Lug und Betrug. Das heißt Lug und Betrug. Jetzt sage ich aber nicht, tapp bitte nicht in die Falle. Weil wenn du nicht in der Falle bist, bist du nicht überall und dann bist du nicht ich. Ich sage jetzt nicht, weil in dem Moment, wo ich sage, du sollst bloß außerhalb der Falle bleiben, bist du nicht allumfassend. Ja, genau. Die Vollkommenheit erfordert, dass du das Böse und das Verkehre auch mit akzeptierst als richtig. So ist es. Wenn du das verstanden hast, hast du alles verstanden. Da musst du nichts vom Mendeleischen Periodensystem oder irgendwelchen physikalischen Gesetzen wissen. Das ist es, was ich dir als erstes lehre. Und dann macht es viel Spaß, das andere die Fehler zu suchen und zu heilen, indem man sie vervollkommnen. Weil es einfach nur Perspektiven sind. Einzelteil, Kategorie 1, Kategorie 2 und wir machen das jetzt vollkommen. Und das ist das Einfachste der Welt. Wo befindet sich das jetzt?
Hier. That's you. Letztendlich in der Mitte. Mhm, genau. Mhm. Ja. Das ist wo? Ja. Mhm. Das ist immer im Gleichgewicht. Wie oft habe ich das mit der Hand gemacht? Wenn ich die Hand nach oben bewege, jetzt auf hier auf dem Bildschirm geht es ja bloß nach oben, nach unten. Jetzt denkt man zur Tiefe, wenn ich die ranziehe, stoße ich die andere weg. Das ist es. Aber ich bin jetzt hier die Mitte. Ja. Es kreist mich. K-Rei-S. Und das Himmelreich, ich betone es nochmal, H-I-M, L-H-I-M, mhm. Gott das Meer. Mhm. L ist nichts. Und das wird jetzt zu H-I-M, zu einem symbolischen Meer, was eigentlich ein Punkt ist, von Gott, M-L. Mhm. Und das ist Rei, das ist der Kopf, Rei-Chet. Ja. Him-L-Rei-Chet. Mhm. Das ist dieser, das ist das Himmelreich. Super. Es ist nicht das Gegenteil von der Hölle. Ja. Es ist der ewige Alltag, so wie der Tag in Tag und Nacht aufplatzt, platzt dieses Himmelreich in ein Himmelreich und in eine Hölle. Und solange die bloß in das Gegenteil von der Hölle wollen, denkst du sich immer wieder, irgendwas außerhalb von ihnen selber, das ist in dir. Das wahrlich, ich sage dir, das Himmelreich ist mitten in dir. Ich sage seit 2000 Jahren dieselben Sätze, in unterschiedlichsten Erscheinungsformen. Ja. So ist es. Aber auch den, den du dir jetzt ausdenkst, der das sagt, ist nur eine Peripherie von du bist es. Das ist das Wesen, so ist, dass ich beginne mit dem du. Du hast es bloß vergessen. So wichtig. So wichtig. Ja, das war jetzt ein kleiner Nachschlag. Ja, das musste jetzt sein. Weiß mal die Aufnahme wieder raus.